Hallo. Bei meinem letzten Werkstattumbau ist meine ganz einfache, primitiv gemachte Sägelade abhanden gekommen. Da ich immer schon mal eine Stoßlade bauen wollte, habe ich mir überlegt, ich kombiniere mal Sägelade und Stoßlade. Und das Ergebnis ist dieses hier. Und das möchte ich euch jetzt mal ein bisschen im Detail zeigen. Die Lade lässt sich an einem Tisch befestigen oder in der Vorderzange oder auch in der Hinterzange einspannen. Hier sieht man die Gärungslade. Sie ist aus einem alten Stuhlbein entstanden. Hier die Einspannmöglichkeiten von hinten. Und hier die lackierte und gewachste Lauffläche für den Hobel der Stoßlade. Damit erzielte Sägeschnitte sind recht ordentlich, aber nicht hundertprozentig genau. Ein bewusst etwas schief geschnittenes Holzstück wird bestoßen. Man erzielt sehr gute, sehr exakte Ergebnisse. Unter Verwendung oder Mitverwendung des Hilfsanschlags lassen sich auch sehr exakt 45 Grad Gärungen bestoßen. Die Ergebnisse sind sehr exakt. Holzteile bis 44 cm Länge lassen sich mit der Lade problemlos bestoßen, sowohl im Längs-
als auch im Hirnholz ist das kein Problem. Und auch hier wieder exakte Ergebnisse. Wie immer kann man natürlich so eine Lade verbessern. Man könnte zum Beispiel den Gärungsanschlag variabel machen, sodass man auch andere Winkel als den 45 Grad Winkel bestoßen kann. Man könnte zum Beispiel auch eine Fuge an der Kante der Laufleiste des Hobels machen, damit Späne besser abgleiten kann. Sowieso, man kann grundsätzlich die Größe und das Gewicht auch der Lade seinen persönlichen Vorlieben anpassen. Zum Schluss hänge ich noch ein paar unkommentierte Bildsequenzen zum Bau der Lade an.